Wenn ich nur wüsste, wie man das Ding bedient. Lass mich mal einen Blick drauf werfen. Ha, weißt du, was das Problem ist? Was? Es ist eingestellt auf M für Mini. Wir stellen es einfach um auf W für Dixer. Ich weiß nicht, ist das ein richtiges Wort? Na, hör mal. Weißt du, ich... Dixer. Du... Dixer. Er, sie, es... Dixer. Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Commentary. Und ja Leute, was gibt's zu erzählen? Ich habe jetzt auch endlich Ferien oder sozusagen habe ich am Montag erst Ferien. Aber jetzt habe ich ja Wochenende und am Montag geht's richtig los mit den Ferien. Und die Leute, die in Niedersachsen wohnen, haben schon eine Woche Ferien gehabt. Aber bei mir gehen die jetzt erst los, jawohl. Und ja zum letzten Video, es kam wirklich super wieder bei euch an. Also das FAQ, was ich am Donnerstag hochgeladen habe. Und weil ich auch am Donnerstag hochgeladen habe, dachte ich mir, am Freitag muss ich nichts bringen. Aber Leute, das FAQ, das war eigentlich länger. Aber das hat nur bis zu dieser einen Stelle mit diesem Nein gerendert. Also ich weiß nicht, was mit Camtasia los ist. Es war hatte keine Lust irgendwie ganz zu rendern, sonst wäre das Video irgendwie bei 5 Minuten gewesen oder 4 Minuten 30. Aber das ist nicht zu schlimm gewesen. Und Leute, jetzt kommen wir mal dazu und zwar, was wollt ihr eigentlich auf meinem Kanal sehen? Ich habe einen Strawpoll-Link erstellt, wo ihr abstimmen könnt und zwar für die Leute, die nicht wissen, was Strawpoll ist. Ich erkläre das mal kurz. Das ist eine Seite, wo man Abstimmungen starten kann und sowas. Und egal, ihr müsst nicht mit einem Google-Konto oder so angemeldet sein, einfach auf den Link in der Beschreibung gehen. Also bitte Leute, macht das für mich. Und zwar gibt es zur Auswahl. Commentaries, dazu gehören auch FAQs, Videos mit Gästen, entweder oder zum Beispiel, Live-Commentaries, Themen-Commentaries oder BO3-Pack-Openings. Also ich denke schon mal, dass die meisten Commentaries nehmen werden, weil ihr steht unnormal auf FAQs. Und das, was ich gerade mache, ist auch ein Commentary. Also diese Videos kommen bei euch echt extrem gut an. Und deswegen, Leute, bitte stimmt in der Beschreibung ab, ganz oben der Link. So, als nächstes haben wir einen Upload-Plan. Okay, also es ist kein richtiger Upload-Plan, aber es hat damit sozusagen was zu tun. Und zwar will ich meine Videos, wenn ich jetzt keine Ferien habe, immer am Freitag und am Sonntag um 17 Uhr hochladen. Falls ich es mal nicht schaffe oder so, kommt das Video vielleicht ein bisschen später oder einfach am nächsten Tag. Aber das Ding ist auf jeden Fall, ich habe keinen richtig festen Upload-Plan, auch nicht, was an diesem Tag drankommt. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, wahrscheinlich wird am meisten immer am Freitag und Sonntag um 17 Uhr hochgeladen, wie es bis jetzt auch immer schon war. Und Leute, wir im Magic X Clan haben eine Clan Collection organisiert. Auf jeden Fall hatte Pexo die eigentlich gemacht, aber er hat es nicht ganz fertig gemacht und wirklich, er hat auch echt wenig Zeit. Er hat bis jetzt nicht alle gemacht, deswegen dachten wir uns einfach, wir suchen uns am liebsten anderen Designer. Alle Intros, die ich jetzt in meinem Besitz habe, er hat zwar noch mehr gemacht, aber alle, die ich jetzt auf meinem PC habe, spiele ich euch jetzt mal kurz ab. Sie sehen sehr gut aus, meiner Meinung nach. Aber trotzdem, wir wollen nicht so ewig warten. Also wir warten schon ein paar Monate darauf. Aber ich kann es auch verstehen, dass er zu wenig Zeit hat. So, den Designer, den wir gefunden haben, der uns Collection machen würde, erwähne ich jetzt mal nicht. Boah, Digga, das Deutsch, das war jetzt so broke, ne? Aber ist ja nicht so schlimm. Was ich noch kurz sagen wollte, bitte schaut bei Queasy vorbei. Sein Kanal ist der zweite Link in der Beschreibung. Und in diesem Jahr will er vielleicht noch die 900
oder 1000 Abonnenten schaffen. Deswegen, wie gesagt, bitte schaut mal bei ihm vorbei. Und ja, Leute, also wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr habt einiges durch dieses Video jetzt erfahren an Informationen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, Leute, ich will noch kurz sagen, in den Ferien wird wahrscheinlich jetzt immer so Samstag und Mittwoch oder so ein Video kommen, weil ich jetzt auch in der Woche Videos hochladen kann. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.